Das Maislabyrinth in Rinkam im Landkreis Straubing-Bogen ist flächentechnisch gesehen das größte seiner Art in ganz Deutschland. Auf 10 Hektar heißt es hier alle 2 Jahre in den Sommerferien für die ganze Familie suchen, finden und natürlich verirren. Zuständig für den Anbau, die Pflege und die kreativen Formen ist Markus Hindelmeier. Die ganze Arbeit geht im Winter los. Das ist die wichtigste Arbeit. Da denke ich mir einen Plan aus für den Irrgarten. Der soll nicht zu schwer, nicht zu leicht sein und doch verwirrend, dass jeder sagen kann, er verliert einmal die Kontrolle, wenn er durchgeht, wo er ist. Wenn ich den Plan habe, dann wird das ganze Feld im April angesät mit Mais. Und sofort nach der Saat beginne ich das Muster mit Maßband und Zirkel, also ganz ohne GPS, aufs Feld zu übertragen. Ich zeichne dann die Wege an mit Kalkstrichen, mit so einem Weiger wie am Fußballplatz, weil dann kann ich einfach nochmal radieren. Und dann, wenn der Mais ungefähr so eine Höhe hat von 10-15 cm, wird er entlang von diesen weißen Strichen dann ausgemäht. Insgesamt ist das Maislabyrinth hier in Rinkam ungefähr so groß wie 15 Fußballfelder. Verteilt sind die auf 3 Labyrinthe und eins davon ist einfachste natürlich. Schauen wir uns jetzt zusammen mit der Familie Dalla Brida an. Ich orientiere mich jetzt mit der Sonne und wenn ich da die Richtung wieder schaue, also Heimat, Richtung Auto. Immer gut. Schwierig war es denn jetzt, die erste Stempelstation zu finden? Sehr einfach, weil ich einfach meiner Familie nachgegangen bin. Sowas mag ich immer. Und sollte man nicht mehr rausfinden, dann schalte ich mich selber rein nachher. Wer hat in der Runde sagen? Mutter, weil alle weil. Wie im Leben, gell? Weil im echten Leben. Und Kinder natürlich. Der Papa hat heute seinen freien Tag und der Freie, meine Mama macht da öfter so Aktionen. Und das da, das tun wir aber genießen, so eine Sachen. Hier von der Ursa. Der Wahnsinn. Momentan ist es sehr schwierig. Wir haben uns verlaufen und jetzt gehen wir wieder eine andere Richtung, weil wir an dem Stempelpunkt schon da waren und der war falsch. Da waren wir schon. Also wir probieren es jetzt nochmal. Und so geht es nicht nur in Dalla Bridas. Zwischen dem ganzen Mais den Überblick zu bewahren ist gar nicht mal so einfach und eigentlich auch so gewollt. Wir haben ein bisschen das Image, dass das nur was für kleine Kinder ist. Wir haben ja auch 3 verschiedene Irrgärten, damit jeder seins findet. Aber auch für Erwachsene ist der große Irrgarten, der heißt heuer Salamander, der ist wirklich eine Herausforderung, wo die Leute 1,5-2 Stunden unterwegs sind, bis sie wieder heraus sind. Und dann sagt jeder, so groß habe ich es mir nicht vorgestellt. Jetzt haben wir hier auf der Aussichtsplattform und jetzt haben wir alle Stempel. Ein kleines Fazit, wie war es denn für Sie? Ja, doch sehr interessant und schwieriger, als wir gedacht hatten. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns einen Eiskaffee verdient. Wird es Ihnen gefallen? Auf jeden Fall sehr gut. Ganz schön war es, ist auch sehr schön da hier unten, sehr warm, aber es passt trotzdem. Wir haben ja die richtige Witterung heute erwischt, das war super, perfekt. Also rundum ein perfektes Ausflugsziel für Jung und Alt. Und zur Beruhigung, den Ausgang hat am Ende bislang noch jeder gefunden. Auch wenn es schon mal ein paar Stündchen dauern kann.